Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir beziehungsweise dem ersten Teil einer zweiteiligen Reihe. Ich möchte heute über meine offenen Buchreihen sprechen. Inspiriert von einigen anderen Booktubern, die sich ja so ein paar Gedanken zu den Buchreihen gemacht haben, die sie im letzten Jahr gelesen haben, die noch offen sind, die sie vielleicht auch abbrechen oder wo sie auf Folgebände warten, dachte ich mir, es wäre tatsächlich auch mal ganz spannend zu wissen, wie viele offene Buchreihen habe ich überhaupt. Und ich war irgendwie überrascht, dann auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich dann dachte, es könnten doch eigentlich mehr sein. Und dann war es doch weniger als ich erdachte und mehr als ich erhoffte oder irgendwie so. Und insgesamt habe ich nämlich 21 offene Buchreihen ausgemacht. Ich habe die alle mal in eine Liste eingetragen, hier in meinem Filofax. Fand ich super spannend, da einfach mal vorzugehen und zu sagen, ja, welche Reihe ist denn eigentlich offen? Ich habe da jetzt wunderbar meine Personal-Seiten mitgefüllt und bin auf 21 Buchreihen gekommen, die ich mehr oder weniger als offen tituliere, weil durchaus vielleicht auch zumindest eine Reihe dabei ist, wo ich mir auch noch gar nicht sicher bin, ob ich weiterlese. Es gibt Reihen, wo noch gar nicht klar ist, wann geht es weiter, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter. Und ich dachte, wir quatschen einfach so ein bisschen über die Reihen. Wir starten heute mit den ersten Büchern. In der nächsten Woche geht es dann am Donnerstag weiter. Ich glaube sonst, wenn man in jedem Video 10 Reihen bespricht, wird es sonst einfach ein bisschen zu lang. Dementsprechend, ich habe alle Bücher unten auch einfach mal in der Infobox verlinkt. Solltet ihr zu den Reihen irgendwie Infos suchen, euch mal den Klappentext durchlesen wollen oder Ähnlichem, schaut da gerne mal vorbei. Und ich war tatsächlich schon vor dem Regal so ein bisschen fasziniert und dachte, das eine Reihe und das eine Reihe und das und ja. Also ja, ich habe natürlich nicht nur haptische Bücher als offene Bücher oder auch auf dem Sub liegen, sondern auch E-Books. Da werde ich euch das Cover auch einfach mit einblenden. Und in der Infobox werde ich so versuchen, immer so ein bisschen den ersten Band oder den aktuellen Band, den ich irgendwie hier habe, zu verlinken. Also schaut, wie gesagt, da auch gerne mal vorbei. Und wir starten in gar keiner Ordnung, sondern ich habe die Bücher tatsächlich einfach so aufgeschrieben, wie sie mir in den Sinn kamen, wie ich sie in meinen Neuzugänge-Listen irgendwie aufgeführt habe oder eben auch im Regal stehen hatte. Je nachdem, wie mir da eben das Buch in die Hände gefallen ist. Und das erste Buch ist, ich würde sagen, es ist die Jahreszeitenreihe von Petra Hartlieb, die begonnen hat mit Ein Winter in Wien und dann jetzt weitergeht mit Wenn es Frühling wird in Wien. Es gibt auch schon den Sommer und soweit ich weiß, soll es auch einen Herbst geben. Und das ist ein historischer Roman, der irgendwie 1910-11 spielt. Und wir hier ein Kindermädchen haben, die bei Schnitzler arbeitet und uns eben in das Wien der damaligen Zeit entführt und das richtig, richtig toll macht. Mir hat ja der Winter tatsächlich überraschend gut gefallen und ich freue mich jetzt sozusagen mit Petra Hartlieb dann in den Frühling zu starten und bin sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe mir sowohl den ersten wie den zweiten Band gebraucht besorgt, weil tatsächlich der zweite Band auch gebraucht günstiger war als ein E-Book. Und ich mir dachte, ja, wenn es dir zwar gut gefällt, aber es ist kein Reread-Kandidat, das kann man es ja immer noch weiter vertauschen oder wie auch immer, weil von der Optik ist das wirklich für ein gebrauchtes Buch auch in sehr gutem Zustand. Ist auch so ein Hardcover, würde ich sagen, hat sogar ein Lesebändchen, obwohl es nur so dünn ist. Also richtig, richtig schön. Macht sich natürlich auch der Preis bemerkbar, aber eine Reihe, die mir gut gefällt. Und insgesamt vermute ich jetzt eben, dass es 4 Bände gibt und Band 1 konnte ich schon abhaken. Und Band 2 wird dann jetzt, denke ich, zeitnah gelesen. Dann kommen wir zur Bridgerton-Reihe. Und hier muss ich sagen, da bin ich ja noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob ich mit der Reihe zumindest, was das Lesen angeht, weitergeht. Ich habe Band 1 ja jetzt gelesen, der Duke und ich, wo es um Daphne und Simon geht. Und das ist eine Reihe, die, glaube ich, schon über 10 Jahre alt ist, die jetzt so ein bisschen in den neuen Hype kommt, weil auch die Serie gestartet ist und die erste Staffel uns präsentiert wurde. Und die fand ich ja wirklich großartig, hat mir super viel Spaß gemacht, hat mich ganz toll unterhalten und so dann auch das Buch. Wobei man schon sagen muss, man merkt in der Serie, dass man die Nebencharaktere schon ein bisschen mehr einfließen lässt, als es im Buch der Fall war. Da hat sich doch sehr auf Daphne und Simon konzentriert. Und so handelt dann jeder der Bände um einen der Bridgerton-Geschwister. Also das sind es 8 Kinder. Und man hat jetzt mit der ältesten Tochter sozusagen begonnen. Ich glaube, der zweite Teil geht dann um den ältesten Sohn. Und ich glaube, dann geht man irgendwie schon chronologisch vor, wenn ich das richtig weiß. Ich weiß auch nicht, ob das so zum Teil parallel spielt oder dann doch so nacheinander. Da bin ich tatsächlich noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Ich fand das Buch richtig gut. Mir hat die Serie Spaß gemacht. Ich habe nur so ein bisschen
das Gefühl, dass mir die Serie tatsächlich mehr Spaß gemacht hat als das Lesen. Das kommt ja eher selten vor. Und überlege halt gerade so ein bisschen, ob, wenn ich jetzt weiterlese, ich mir so ein bisschen den Spaß auf die Serie nehme. Deswegen, ich habe sie jetzt als offen hier mit drin. Mal sehen, wie mich da vielleicht irgendwie, ja, vielleicht dann doch noch das Buch überzeugen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe sie mal als offen gekennzeichnet und der erste ist gelesen. Aber da schauen wir einfach mal. Ganz aktuell am Lesen, wenn ich das Video drehe, bin ich bei Nevermore von Jessica Townsend. Das ist, glaube ich, jetzt aktuell eine dreiteilige Reihe. Aber ich weiß, dass es wohl relativ viele Teile werden. Ich glaube auch, dass der englische gerade erschienen ist, der vierte Band. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich weiß, dass der dritte Teil, ich glaube, für Mai angekündigt ist. Und ja, wir lesen eben aktuell noch im Leseclub den ersten Teil. Und das macht bisher super, super viel Spaß. Wir haben hier ja verfluchte Kinder, und die aber vielleicht am Ende ja gar nicht so verflucht sind. Und wir haben hier unsere Protagonistin Morrigan, die ja auf einmal in ein anderes Land kommt, nämlich nach Nevermore, wo ihre verfluchte Zeit scheinbar ein Ende hat. Und es ist super skurril, ist super bunt, voller Fantasie und macht mir im ersten Band super viel Spaß. Und ich habe mir eben bisher erstmal Band 1, 2 und 3 aufgeschrieben, weiß aber natürlich nicht, wie es weitergehen wird oder auch wie es dann übersetzt wird. Und ja, habe aber dann jetzt den ersten Band sozusagen am Lesen und ja, bin dann auch so gut wie durch. Dann, die Reihe habe ich immer gehört, und zwar die Romantic Escape-Reihe von Julie Kaplan. Da gibt es aktuell 4 Teile. Begonnen hat es mit Das kleine Café in Kopenhagen. Wir waren in der Bäckerei in Brooklyn. Wir hatten eine Patisserie in Paris und ein Cottage in Island. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und jetzt der 5. Teil, der glaube ich auch im April, Mai erscheinen wird, ist dann Der kleine Teeladen in Tokio. Und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ist eine Buchreihe, die ich durchgängig gehört habe. Mir hat Kopenhagen super gefallen. Ich fand Brooklyn toll. Paris habe ich glaube ich abgebrochen. Island hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt auf das bunte und lebendige Tokio. Es heißt halt Romantic Escapes, weil die Protagonisten eben immer so ein bisschen aus ihrem Leben fliehen oder eben flüchten und eben dort etwas anderes entdecken und in der Regel dann eben auch so ein bisschen sich eine Liebesgeschichte dann darum herumspinnt. Und mir hat das eben zum Teil wirklich sehr viel Spaß gemacht. Paris klammern wir mal aus, weil das war wirklich gefühlt irgendwie ein ganz anderes Buch, eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Autorin. Ich weiß, dass es im englischen Original noch irgendwas in Kroatien gibt, was ja dann ein 6. Band wäre, und dementsprechend denke ich, dass diese Reihe vielleicht sogar noch weitergeht. Hier freue ich mich aber auf den 5. Band und der wird definitiv auch von mir gehört. Dann eine Reihe, wo wir bereits 2 von 3 Teilen haben, nämlich die Chroniken von Alice. Das ist der 2. Teil, die Schwarze Königin. Und hier ist schon der 3. Teil, oder ist das der 1. Teil? Nein, ist der 2. Teil. Und hier ist auch schon der 3. Teil angekündigt. Ich glaube auch irgendwie für April, Mai, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar ist das ja dann ein Kurzgeschichtenband. Ja, der glaube ich gar nicht so offiziell hier drin irgendwie stand. Nein, hier drin ist tatsächlich nur die nächsten Abenteuer angekündigt. Es werden irgendwie Kurzgeschichten zu Chroniken der Alice, also über Alice, die ja hier ein sehr düsteres Leben hat, und es ist keine Nacherzählung des bekannten Märchens, sondern wir haben hier ja eine erwachsene Alice, die in ein ganz tragisches, wahnsinnig brutale Welt irgendwie zurückgekehrt ist, nachdem sie im Wunderland war und hier dann mit Hatcher im Grunde auf der Flucht ist. Und es gibt von Christina Henry ja auch was zu Peter Pan, zur Meerjungfrau, zum Rotkäppchen. Und ich bin super neugierig, ja, was die Kurzgeschichten zu bieten haben und natürlich auch, wie die weiteren Geschichten von Christina Henry dann sein werden. Und ach, finde da auch von der Haptik, von der Optik, also finde ich die richtig toll. Die machen super viel Spaß. Dann eine ja, E-Book-Thriller-Reihe, wo ich den Auftakt grandios fand, und zwar Blake von Jack Heath, glaube ich, ist die Reihe. Hier haben wir ja im Grunde einen Privatdetektiven, der sich am liebsten vom Blut ernährt und da im Grunde so ein bisschen mit der Polizei zusammenarbeitet. Klingt total kurios und skurril ist es auch. War ein mega packender Thriller, und hier ist ein 2. Teil zumindest schon mal angekündigt, auch jetzt glaube ich Frühjahr, Sommer diesen Jahres, auf den ich mich auch sehr, sehr freue, weil ich fand die Story toll, ich fand die Brutalität für mich absolut in Ordnung und auch aushaltbar, und ich fand diesen Thrill,
Der hat mir super viel Spaß gemacht. Also es war ein ganz, ganz toller Thriller. Ist, glaube ich, jetzt auch schon 2 Jahre her, dass der erste Teil erschienen ist. Ja, ich glaube nicht, dass man, um den zweiten jetzt verfolgen zu können, nochmal den ersten gelesen haben sollte, könnte, müsste. Aber wenn ihr den vielleicht noch nicht kennt und gerne Thriller liest, da ist dann vielleicht auch der erste Band ja was für euch. Dann eine Reihe, die gefühlt unendlich groß ist, und zwar Zamonien, habe ich es jetzt mal genannt, von Walter Mörs. Ich habe jetzt das Labyrinth der träumenden Bücher hier. Das ist der zweite Band der Buchheim-Saga. Ich weiß gar nicht, gibt es hier nochmal eine Unterteilung zwischen den Reihen um Zamonien? Ich bin tatsächlich gar nicht so richtig sicher. Ich habe eine Übersicht dazu gefunden auf Lovely Books und an der habe ich mich jetzt so ein bisschen orientiert. Ich habe gelesen die Stadt der träumenden Bücher und auch das Weihnachtsbuch auf der Lindwurmfeste. Das Labyrinth der träumenden Bücher habe ich auf dem Sub. Ich habe die 13,5 Leben auf dem Sub und ich habe auf dem Sub noch irgendein Buch. Der Schreckensmeister, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja, ich finde es gerade nicht hier stehend. Aber ja, ich habe 3 Bücher auf dem Sub und ja, finde auch durchaus die anderen recht spannend. Ich glaube aber, wenn man jetzt die Geschichte rund um Hildegunst vom Mythenmetz nimmt, ich glaube, da wartet man jetzt schon 10 Jahre auf den dritten Teil, der, soweit ich das jetzt gesehen habe, für 2024 angekündigt ist. Ja, Reihen, auf die man lange wartet. Und mir wurde jetzt auch schon abgeraten, zu dem zweiten Band zu greifen, weil eben der dritte Band wohl noch auf sich warten lässt und die wohl irgendwie näher zusammenhängen, während ja der erste durchaus auch für sich alleine steht. Aber ich freue mich auf die beiden anderen Bücher oder 3 anderen Bücher, die ich von Walter Mörs hier habe und bin da auf jeden Fall auch schon mega, mega gespannt. Dann, ja, ein Abschluss einer Trilogie, der hoffentlich in diesem Jahr dann auch erscheint, und zwar Casadim von Julia Dippel. Band 1 und 2 absolut gefeiert. Ich war total überrascht von dieser Urban High Fantasy Story. Ja, es ist wahrscheinlich schon eher High als Urban, weil natürlich auch die, ja, die wir verfolgen, keine Menschen sind, die in eine andere Welt gehen. Wir haben hier wahnsinnig bildhaft ein Kaiserkönigreich. Wir haben tolle Welt, wir haben spannende Geschichte, absolute Sogwirkung und im zweiten Band auch wirklich einen total gemeinen Cliffhanger. Und hier bin ich mega, mega gespannt auf Band 3. Beide Bände für mich im letzten Jahr, absolute Highlight-Reihe. Und ich hoffe sehr auf den dritten Teil und dass der gut wird und dass der Spaß macht. Und ja, ich bin da schon voller Vorfreude. Und hoffe auch, dass das Cover vom dritten schöner wird als 2 und um Längen schöner als Band 1. Denn ich hätte vielleicht schon gern eins dieser Bücher hier. Ja, ich glaube, hier oben ist irgendwo ein Bild, aber hätte ich schon gerne in meinem Regal stehen, aber ich finde beide Cover nicht so gelungen. Ja, was soll ich sagen? Dann eine Reihe, worauf, glaube ich, auch schon Menschen 10 Jahre warten, und zwar ist das Lied von Eis und Feuer, The Song of Ice and Fire von George R. R. Martin. Hier der 5. und letzte Band, zumindest im englischen, Dance with Dragons. Ich habe ja die englischen Bände gelesen und es sind ja 5 Bände bisher erschienen. Und im Deutschen sind es ja theoretisch 10, wobei in der Neuausgabe sind sie ja jetzt auch wieder zusammengefasst. Man hat nämlich früher ursprünglich die Bücher mal geteilt und weil es sind ja, glaube ich, immer über 1000 Seiten, wenn ich mich nicht irre, allein das Personenregister umfasst, keine Ahnung. Ja, und man muss ja sagen, die deutsche Sprache ist mit ihrer Übersetzung eben ein bisschen reichhaltiger an Worten und man muss fast immer so ein Drittel an Seiten dazu rechnen. Und dementsprechend hat man damals eben sich irgendwann entschieden, bei der Erstauflage die Bücher zu teilen. Bei den Hörbüchern ist es ja, glaube ich, sogar so, dass dann die Hörbücher nochmal gesplittet wurden, wenn ich mich recht erinnere, zu Beginn. Aber mittlerweile hat man, ich glaube, im Penhaligon Verlag auch die Bücher wieder zusammengefasst. Und ein englischer Band ist ein deutscher. Und natürlich ist die Reihe, wenn man die Serie kennt, abgeschlossen. Man erahnt, wie die Buchreihe enden könnte. Ich glaube tatsächlich auch, dass es ein Ende ist, das George R. Martin so plant. Und ja, also ich bin nicht der größte Fan von der letzten Staffel. Sie hat für mich einiges auch kaputt gemacht, weil viele Dinge, bei denen man mitgerätselt hat und wirklich episch diese Serie begonnen hat, die wurde am Ende irgendwie einfach abgeschlossen. Und das finde ich einfach unfassbar schade, dass man sich da nicht mehr die Zeit genommen hat. Jetzt weiß man natürlich gar nicht, theoretisch sollte es ja nicht nur noch einen Band geben, sondern einen 6. und einen 7. Band. Und
wer weiß, ob George R. Martin überhaupt noch die Muse hat, daran zu schreiben. Und ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir tatsächlich jemals das Ende von George R. Martin erzählt bekommen oder ob wir uns mit dem Serienende zufrieden geben müssen. Ist halt mega, mega schade, weil die Welt hier wirklich grandios ist und episch, einfach wirklich groß und richtig, richtig toll erzählt ist. Und ja, in dem Fall kann ich eben nicht weiterlesen, weil es nichts zum Weiterlesen gibt. Dann habe ich die Winternacht-Trilogie und ich wusste gar nicht, dass sie diesen Namen hat, bis ich dann danach gesucht habe. Und da habe ich eben entdeckt, dass es 3 Bände werden. Und zwar ist da der erste Band Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden. Und da ist eben eine Trilogie geplant. Den zweiten Band gibt es wohl schon. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich den, glaube ich, schon gesehen. Ich glaube, das steht aber noch nicht hier drin. Nein. Ich glaube noch nicht. Das ist ein Debütroman und hat auch oder ist High Fantasy und es geht wohl etwas in die uralten Mythen und der Sehnsucht nach Freiheit, unerschrockene Suche einer jungen Frau nach ihrem Schicksal. Und wir haben hier wohl etwas russisch angehauchtes, was ich mega spannend finde. Und von der Optik ist diese Klappbroschüre auch wirklich super schön gemacht. Muss ich wirklich sagen, habe ich geschenkt bekommen, Weihnachten oder Geburtstag und bin ich mega, mega gespannt. Ich bin auch sehr happy, dass es schon den zweiten Band gibt, weil dann kann man natürlich so ein bisschen die Zwischenzeit zum dritten überbrücken. Ja, da habe ich den ersten also noch auf dem Sub und bin demnach natürlich auch mega, mega gespannt. Und das letzte Buch für das heutige Video ist dann Grisha von Leigh Bardugo. Goldene Flammen ist der erste Teil der Reihe und ich habe den ersten Teil schon mir als E-Book geholt und habe dann beim Tauschticket ja diese wunderschöne Ausgabe entdeckt und dachte mir, die nehme ich mit. Dass zumindest, wenn es ein Highlight wird, der erste Band gesichert ist. Das ist auch die alte Cover-Variante. Ich glaube, damals war auch der dritte Teil für immense Preise irgendwie nur zu bekommen. Ich weiß gar nicht, was damals das Problem irgendwie war, ob da die Stückzahl so gering war. Ich bin mir gar nicht sicher. Mittlerweile hat man, glaube ich, sogar einen Schuber herausgebracht und die Cover sehen halt jetzt natürlich moderner und bunter aus. Ich mag das mit diesem Aquarell aber super gerne und ich hoffe, dass mir die Reihe gefällt, denn ich habe den ersten Band noch nicht gelesen, habe ich jetzt aber im März auf jeden Fall vor, weil im April ja dann auch die Serie kommt und ich unbedingt in diese Welt eintauchen möchte, mit dem Hintergrundwissen auch der Bücher. Und gibt so viele Leute, die schwärmen und besonders Becky hat mich in den letzten Wochen sehr, sehr damit angesteckt, auch in unserem Hangout. Die ist jetzt, glaube ich, auch, hat sich die Reihe um die Krähen und so mitgeholt. Und ja, ich glaube, es ist eine Trilogie und Band 1 ist jetzt eben auf dem Sub und ich habe die Befürchtung, dass sie mir auch gefallen könnte und dann, ja, geht es im Grunde direkt gefühlt weiter. Das ist irgendwie nicht so einfach. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das waren sie jetzt, die ersten 11 Buchreihen von 21, die ich offen habe, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ja, ihr mir da gerne mal ja, sagen könnt, ob ihr eine der Reihen schon kennt, ob ihr eine Reihe von denen schon beendet habt, ob ihr vielleicht auch eine noch offen habt. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen, auch welche Buchreihen ihr vielleicht so grundsätzlich offen habt und verfolgt oder wo ihr ja vielleicht auch mit darauf wartet, dass es weitergeht. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Bücher unten in der Infobox und nächste Woche kommt dann Teil 2. Da würde ich mich dann auch freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.